Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es mal ein Pack Opening auf dem Account von einem Abonnenten. Danke an dich, Chio Gaming. Und dann machen wir noch Leih-Icon Maradona, denn den muss man einfach machen mit einem 87er Rating. Und hier haben wir 7 Packs am Start, denn der Chio hat sich eine Prime-Icon gegönnt und jetzt lässt er uns eben die Packs öffnen. Sehr korrekt von ihm. Ich werde die so schnell wie möglich durchrushen, dass ihr hier ein schönes Pack Opening zu sehen bekommt. Und falls ihr natürlich mehr Pack Openings sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch mal in die Kommentare rein, welcher euer bester Spieler in der gesamten FIFA 18 Zeit war. Mein bester Spieler war eigentlich, glaube ich, Salah Wants to Watch, also der wertvollste, beziehungsweise Salah Inform. Das Ganze ist ja in einem Stream passiert. Da haben wir Salah Wants to Watch und Salah Inform gezogen. Unfassbarer Stream war das. Und jetzt schauen wir mal hier, ob wir was ziehen. Und ja, die Beleuchtung, die ist dann grün bei diesen Packs. Das sind einfach diese Upgrade Packs, glaube ich. Und da ist der Hintergrund dann grün, genauso wie bei Valentinstag eben da so Herzchen auch rausgekommen sind. Ja, wir gehen auch schon direkt rein ins nächste Pack. Und zwar haben wir noch 4 Stück am Start, am Ende auch noch ein 100k-Pack, in dem natürlich auch was Gutes drin sein kann. Und wir ziehen keinen Leinwandspieler. Was ist hier los mit unserem Packluck? Ja, Leute, wollt ihr demnächst übrigens wieder einen FIFA-Talk sehen? Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Themen für mich oder so, die ihr unbedingt mal drinnen haben wollt. Also wenn ihr sagt, irgendwie dieses Thema, das muss unbedingt rein, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Und jetzt haben wir endlich den ersten Leinwandspieler dieses Videos am Start. Und es ist Dänemark ZOM, bitte. Oh mein Gott, es ist leider nur Schmeichel. Bei ZOM wäre es Eriksen gewesen und der wäre richtig gut Coins wert gewesen. Schade, kann man nichts machen, immer in die erste Leinwand im 25k-Pack. Jetzt haben wir noch ein 35k-Pack und ein 100k-Pack am Start. Vielleicht haben wir noch Luck, vielleicht haben wir noch Glück. Oh mein Gott, im 35k-Set keinen Leinwandspieler zu ziehen, ist bitter. Das ist echt verdammt bitter. Wir können nur hoffen, dass es Jesus ist, der ein bisschen was wert wäre. Natürlich ist es nicht Jesus. Es ist William José oder wie man ihn auch immer aussprechen will. Tatsächlich wird das letzte Pack jetzt einfach ein klassisches Nose-Pack, 100k-Pack. Let's go. Bitte, bitte irgendwas Gutes. Es ist zwar nicht mein Account, aber ich würde es dem Gio unfassbar gönnen. Come on, irgendwas Gutes. Keine Icon, nichts Besonderes. Es ist Italien, ZM, ja, es lädt lange. Ja, Verratti, okay. Nehme ich mit, ein 87er kann man immer gut gebrauchen. Vor allem die hochgerateten Spieler sind halt immer ein bisschen was wert. Wegen den ganzen SBCs. Aber man muss schon sagen, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Marquisio, wäre der teurer gewesen? Ich weiß es nicht. Und wir schauen, was noch in diesem Pack drinnen ist. Ja, okay, immerhin noch 2 84er und 2 83er. Es geht in Ordnung. Ja, es ist kein krasses Pack, aber es ist jetzt auch kein unfassbar schlechtes Pack. Aber wenn man überlegt, dass man für dieses Pack eigentlich 100.000 Münzen zahlen würde, dann ist es schon sehr scheiße. Ja, 30k kostet Verratti noch. Marta, ich weiß nicht, was diese ganzen Spieler kosten. Marta, was könnte der kosten? Vielleicht so 4k oder so. Ja, okay, also insgesamt wird man wahrscheinlich mit dem Pack, vor allem mit Abschlusspreis, schon so auf 50k kommen. Aber natürlich dennoch, ja, nicht das beste Pack, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, wechsle ich kurz auf meinen Account und dann machen wir noch schnell die Prime-Icon Leihspieler Maradona-Karte. Ja, den Satz habe ich verkackt, egal, wir sehen uns gleich. Ja, wir sind jetzt auf meinem normalen Hauptaccount angelangt. Ihr seht es, ich habe 550.000 Münzen und an dem Team möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was verändern. Aber das schauen wir uns dann zur nächsten Weekend League an. Und eben diesen Leihspieler Maradona, den möchte ich dann auch bei der nächsten Weekend League natürlich spielen. Den können wir wirklich die halbe Weekend League dann zocken. Und ja, das ist meine Lösung. Es sind einfach ein paar 83er, ein 84er und sonst halt niedrig geratete Spieler drinnen. Das sind hauptsächlich Erstbesitzer, die untauschbar sind. Zum Beispiel eben Matic, der ist einfach untauschbar. 84er kann ich perfekt einsetzen für so eine SBC. Und ja, man braucht ein 60er Rating. Ist nicht schwer zu lösen, das Ganze. Ich dachte nämlich, vielleicht machen die bei Maradona irgendwie ein 85er Rating oder so. Auch nur für den Leihspieler. Aber so eine Karte ist, denke ich, eine absolute Waffe. Vor allem, wenn man so ein Solala-Team hat. Dann einfach so eine Granate mittendrin. Also Maradona werden wir in der nächsten Weekend League testen. Und ich hoffe, dass der gut abgehen wird. Ihr könnt mir auch die Meinung von euch zu Maradona in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist er gar nicht so gut, ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie gespielt. Schreibt mir dazu auf jeden Fall, wie gesagt, alles einfach mal in die Kommentare. Und ja, damit war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt immer High Hopes. Bis dann und ciao.